Handballtorwart Johannes Bitter wird am 22. Dezember um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt sein letztes Bundesligaspiel bestreiten. Dies gab der Handballsportverein Hamburg am Montag bekannt. Der 16. Spieltag wird ganz im Zeichen von Bitters Karriere stehen. Insgesamt absolvierte der mittlerweile 42-Jährige in 26 Profispielzeiten über 650 Bundesligaspiele. Zudem lief er 175 Mal für die Nationalmannschaft auf und ist der letzte aktive Spieler der Weltmeisterschaft von 2007. Neben den Weltmeistertitel konnte Bitter zudem die Deutsche Meisterschaft, die Champions League sowie den DHB-Pokal gewinnen. Seit 2021 ist der Torhüter wieder für den Handballsportverein Hamburg aktiv. Bitter wird sich zukünftig nur noch auf seine Rolle als Vizepräsident des HSVH konzentrieren, die er bereits vor kurzem angetreten ist.